So, und damit ein herzliches Willkommen zurück bei Let's Play Dragon Nest. Die dritte. Ja, das ist mein dritter Versuch, jetzt hier irgendwie was hinzubekommen. Ich bleibe erstmal kurz stehen, weil wir müssen gleich mit dem Abenteurer David reden. Ja, ihr könnt es mir gerne mal gleich mal in die Kommentare reinschreiben. Ich habe jetzt hier nämlich das Problem, dass ich hier an diesem Tor, beziehungsweise ich war jetzt hier vorher in der Stadt gewesen, habe da auch eine Quest schon angenommen noch und da weiterverarbeitet, weil man da extra Dialog führen musste. Und ja, das diese Aufnahme, gut, das waren jetzt 2 Minuten oder so gewesen, ist halt weg. Und ja, wie soll ich sagen, habt ihr auch solche Portbugs, dass ihr einfach mal, dass ihr das anklicken wollt und dann kommt ihr nicht weiter? Oder liegt das jetzt wirklich nur speziell an mir? Kann natürlich an mir liegen, weil ich meine, wegen irgendwelche extra Programme laufen habe, weil, wie gesagt, Fraps läuft, Audacity läuft und so weiter und so fort. Dann kann halt sein, dass es halt deswegen wegen diesen Zusatzprogrammen ist oder halt meinetwegen auch mein Rechner im Hintergrund noch ein paar Zusatzprogramme aktiv hat. Oder ob das jetzt, ja, einfach nur serverbasiert ist. Also halt vom Spiel. Schreibt's mir mal in die Kommentare, damit ich da mal ein bisschen mehr weiß. Wir fangen jetzt hier erstmal an. So, ich hoffe, dass das wird Deutsch, jawohl. Wieso ich hier bin? Wieso fragst du etwas so Offensichtliches? Hahaha. Du weißt doch noch, wer ich bin, oder? Der einzig wahre Sklave von Agenda. Ihr ewiger Gefährte. I am David. Wieso bist du hier, wo Agenda schon gegangen ist? Was? Agenda ist schon weg? Erschienen, was redest du? Agenda ist weg, sie ist weg. Er sieht wirklich schockiert aus. Ja, okay, gut. Das ist Englisch, das lassen wir mal. Huh! Zuerst möchte ich dir etwas fragen. Wohin ist Agenda gegangen? Na, natürlich weiß ich das, aber... Hust. Sie sagte, sie gehe in den Lotusmarschen. Dann ist es nicht zu spät. Ja, möchte verfügbar sein oder ich möchte zur Verfügung stehen, wenn ich sie fangen kann oder beziehungsweise wenn ich sie treffen kann. So in der Richtung. Und er geht. Und er heult wie eine Kuh. Was ist mit der Besorgung? Ah, gar, was soll ich machen? Er ist nervös. Das ist alles deine Schuld. Was habe ich getan? Merkst du das nicht? Wegen dir hatte meine Agenda keine andere Wahl. Meine schöne, liebreizende und zarte Agenda musste mich wegen dir verlassen. Ganz allein. Du bist so herzlos. Hilf mir einfach, okay? Wenn du zuerst etwas Wichtiges erledigen musst, tu das. Aber komme ja zurück. Vergiss das nicht. Versprich es mir. Er schreit aus vollem Hals. So, und ich muss jetzt in den Turm des Dunklen irgendwas... So, da können wir jetzt erstmal hier nochmal was annehmen. Turm des dunklen Herrschers. Ich glaube, das ist dann auch hier in diesem Gebiet, beziehungsweise für dieses Dungeon-Portal, das letzte, was wir überhaupt noch erledigen können. Wir haben heute wieder verfügbar die Tode. Wir machen es aber trotzdem nur auf Meister. Verdammt, das traue ich mich jetzt erstmal noch nicht so ran. Meister wird allerdings auch ein bisschen schwieriger schon, beziehungsweise dürfte aber trotzdem noch gehen. Schätze ich jetzt einfach mal. Zumal dieses Gebiet für uns komplett neu ist. So, sie haben die Brücke zerstört. Welche? Da, die da. So. Hier ist nichts. Das war also der Skill war also dementsprechend nicht ganz so gut. So, also wie gesagt, hier dieser Gargoyle, der macht gut Schaden. Beziehungsweise ist es gar kein Gargoyle in dem Sinne. Ah, diese meine Güte. Erstmal muss ich dann doch erstmal den Feuermagier, weil der noch weiteres beschwört. Regenerierender Feuermagier. Okay, gut, den hätten wir. So, hier ist auf jeden Fall noch einer von den Feuermagiern. Das hätten wir.
Gut, Tränke hatten wir ja erstmal wieder gut ausreichend gekauft. So, okay, die Monster sind ja jetzt erstmal platt. Du kannst nun... Achso, ich kann jetzt mit dem Hebel den Kran bedienen. Erstmal brauche ich definitiv wieder ein paar TP. Das lief ja schon mal ziemlich heftig. Aber das macht halt, denke ich, auch alles die Erfahrung halt aus, wenn man halt wirklich... Ich meine, es kommt halt jetzt nicht nur drauf an, jetzt meinetwegen die Skills und auch, naja, halt mit diesem, ja, wie soll ich sagen, mit dem Ausweichen. Das halt vernünftig hinzubekommen, sondern halt auch darauf, welche Monster man halt zuerst killt. Und, ja, es ist für mich nicht immer genau gleich sofort ersichtlich, welchen Monster man da zuerst killen muss. Okay, das bekommt man nicht weg. Okay. So, dann hier noch den Rest. Okay, so, dann nehmen wir uns hier mal den Kupfer. Den Kupfer, das Kupfer. Das Kupfer, ne? Genau. So, hier noch ein Drang. Da haben wir zumindest schon mal wieder ein bisschen mehr TP. So, das sieht gar nicht mal so schlecht aus, wie ich das hier bisher gemacht habe. Bin ich selber stolz auf mich. Und es müsste eigentlich rein theoretisch auch dann schon wieder Level Up sein, ne? Nach dieser Instanz, oder? Beziehungsweise wenn dann auf jeden Fall mit den Questen. So, das Geld müssen wir auf jeden Fall mitnehmen, weil ich habe nämlich fast kein Geld mehr. Was habe ich jetzt noch? Gut, jetzt habe ich wieder 16 Gold. Warum habe ich jetzt schon wieder 16 Gold eigentlich? So, der Kran wurde okay. So. Hier geht's dann weiter. Da haben wir auch schon den ersten kleinen dickeren. So, sieht ja gar nicht mal so schlecht aus, denke ich. Und hier haben wir noch so ein Heini, so einen dickeren. Ja, der Anfang war ein bisschen schwierig scheinbar. Oh, hier haben wir auch gleich mal noch ein bisschen Rüstung. Das hat man, muss man sagen, wenn man das jetzt auch ein bisschen, na gut, jetzt gerade hat man es auf jeden Fall ein bisschen mehr. Aber wenn man das halt so in Relation betrachtet, also sprich jetzt mit, ja, wie soll ich sagen, mit dem Assassinen, was wir da am Anfang an Equipment da alles bekommen haben in den ersten Instanzen, dort auf Meister. Auf Meister war es da, glaube ich, gewesen. Und was wir jetzt hier bekommen, das ist schon ein großer Unterschied. Also wir haben jetzt in letzter Zeit eigentlich relativ wenig bekommen. Jetzt gab es nur noch zwei. Na gut, jetzt gab es mal wieder zwei. Was haben wir hier? Da ist auf jeden Fall ein Kuh. Witzig ist auf jeden Fall, dass man halt mit diesen, ja wie soll man sagen, mit diesen Wachen halt auf jeden Fall arbeiten kann. Dass sie halt, ich weiß gar nicht, ob die dann auch richtig gut viel Schaden auch austeilen, aber ich glaube zwar ja nicht so daran. Aber dass sie einem halt unterstützen, das finde ich nicht schlecht. Ja, bisher betrachtet eigentlich allerdings relativ
selten eigentlich auch der Fall gewesen. So, hier den dann noch. Dann war das schlecht. Hier noch. Oh, die rufen schon wieder nach Verstärkung. So, hier. So, hier ist auf jeden Fall irgendwo. Ups. Immer ist hier so ein. Okay, die machen kleine Sprechblasen, soweit wie ich das jetzt sehe. Erstmal holen wir uns hier den blauen. Ah. Na komm. Hier sind ja jetzt noch dicke hier, ey. Uiuiui. Ganz schön dick, die Dinger. So, dem bin ich jetzt mal, dem Dicken bin ich jetzt auf jeden Fall mal schön gekonnt ausgewichen. Eieiei. So, es sind immer noch viel zu viele hier. Gefällt mir noch nicht so. Schlimm ist, dass sie halt immer auch dann so auseinanderstehen. Ich weiß nicht, wie man die dann vernünftig pullen könnte. Oder ob das überhaupt vernünftig geht. Ah ja, so, komm her, mein Digger. Okay, gut, der ist platt. So, und ich denke, jetzt können wir... Ja, gut, die Brigade wurde zerstört. So, ich denke, jetzt können wir zumindest erstmal eine kleine Folgenpause machen. Ich bedanke mich fürs Einschalten und sagen, hier geht's dann in der nächsten Folge weiter. Ich sage mal, bis zum nächsten Mal. Tschüss!